Liebe Bürger und Bürgerinnen, wieder geht ein Jahr zu Ende und was für eines. Es hätte für Europa turbulenter nicht sein können. Flüchtlingskrise, Populisten, Brexit, Trump. Zudem wird immer wieder das Szenario eines Zerfalls der Europäischen Union heraufbeschworen. Daran glaube ich nicht. Sehr wohl aber glaube ich, dass wir deutlich machen müssen, wozu wir die Europäische Union brauchen. Wir müssen definieren, was die Europäische Union in Zukunft leisten soll, wir alle gemeinsam. Und wir müssen uns bewusst machen, was uns in Europa miteinander verbindet. Ja, die EU ist in erster Linie ein einzigartiges Friedensprojekt. Sie sicherte den Frieden zwischen Völkern, die sich über Jahrhunderte immer wieder bekriegt haben. Doch das alleine reicht nicht. In einer globalisierten Welt mit Großmächten wie den USA, Russland oder China müssen wir unsere Kräfte stärker bündeln, wenn Europa nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken soll. Wir müssen wirtschaftlich und politisch weiter zusammenwachsen und wir müssen sozialer werden. Was aber macht uns zu Europäern und Europäerinnen? Uns verbindet viel mehr als unsere geografische Nachbarschaft. Kunst, Architektur, Literatur, Musik. Wir haben ein riesiges kulturelles Erbe, das nicht alleine Deutsch, Polnisch, Französisch oder Italienisch ist, sondern europäisch. Und wir teilen gemeinsame Werte, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, die Gleichstellung von Frau und Mann, die Ablehnung der Todesstrafe, religiöse und sexuelle Toleranz, sozialer Ausgleich. Das ist es, was Europa zu einer Gemeinschaft macht. Dieses Bewusstsein muss nicht nur in unsere Köpfe. Nur wenn es unsere Herzen erreicht, wird eine europäische Identität entstehen. Eine europäische Identität, die wir brauchen, um die politische Union Europas voranzutreiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein glückliches und ein erfolgreiches neues Jahr.